Der Wiener Polizei steht ein turbulentes Demo-Wochenende bevor. Obwohl die 48-Stunden-Frist erst Donnerstag abläuft, liegen der Landespolizeidirektion schon am Dienstag zahlreiche Demo-Meldungen von Corona-Leugnern vor. Zur größten Veranstaltung ruft Corona-Widerstand für den Sonntag am Wiener Maria-Theresien-Platz auf und holt sich Schützenhilfe aus dem Ausland. Der umstrittene deutsche Bakteriologe Susharit Bhakti verharmlost das Virus in einem Video und droht Kanzler Kurz. In Geschichtsbüchern wird man lesen, ob Kurz ein Verbrecher ist, wenn er das nicht stoppt. Bei der letzten Demo waren Rechtsextremisten wie identitären Chef Martin Sellner zu sehen und auch Gottfried Küssel marschierte damals mit seiner alten WAPO-Garde mit. Auftreten will am Sonntag FPÖ-Clubchef Herbert Kickl. Ihm ist es, wie er selber meint, ein inneres Anliegen, bei einer solchen Veranstaltung als Redner aufzutreten. Die Veranstalter der Demo hätten ihn gebeten, eine Rede zu halten. Innenminister Karl Nehammer findet zur Demo indes harte Worte. Rechtsradikale, Staatsverweigerer und Identitäre versuchen die Situation zu nutzen, um für ihre Ziele zu mobilisieren. Die Wiener Polizei prüft jede Anmeldung bis hin zu einem Verbot. Jedenfalls wird bei Verstößen gegen Corona-Regeln hart durchgegriffen. Die führende Corona-Leugnerin Jennifer K. hat indes Demo-Teilnehmer aus dem Ausland aufgerufen, in einem Airport-Hotel Zimmer zu buchen, obwohl das derzeit dezidiert verboten ist. In einem Hotel erhalten demnach Demo-Teilnehmer Rabatte, trotz aller Corona-Verbote.